Hallo, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Messung und Erhöhung der Entwicklerproduktivität mit Hilfe von Serverless. Mein Name ist Vadim und ich trage heute mit meinem Kollegen Christian vor, der sich vorstellt, wenn ich an ihn zum zweiten Teil übergebe. Wir arbeiten bei der Firma IP Labs in Bonn. Wir schreiben Software für die Erstellung und auch Bestellung von Fotoprodukten, sei es Abzüge, Kalender, Fotobücher, Poster, im Prinzip alles, worauf man ein Foto drucken kann. Und wir sind sehr, sehr aktiv in AWS, auch im Serverless-Umfeld. Die Erfahrung, die wir heute weitergeben, ist teilweise auch generisch für viele Serverless-Plattformen auch abbildbar, aber eben mit dem Schwerpunkt AWS. Bevor wir generell zum Serverless kommen, wir wollen ja über die Produktivität, ob Messung, auch Erhöhung sprechen. Und zuerst wollen wir auch starten mit den Herausforderungen der modernen Softwareentwicklung. Und hier verweise ich auf ein tolles Buch, Team Topologies, was letztes Jahr erschienen ist. Und sie führen so einen Begriff wie Cognitive Load ein. Und das ist im Prinzip, was muss man denn alles beachten heutzutage bei der Softwareentwicklung? Und das besteht jetzt aus drei Teilen dieser Cognitive Load. Das erste ist intrinsisch. Und hier geht es darum, wie schreibe ich zum Beispiel eine Java-Klasse, wie nutze ich ein recht einfache Frameworks wie JUnit oder etwas komplexer wie Spring. Also das ist unser tägliches Brot. Zweiter Typ ist extraneous und ab da wird es komplizierter. Das ist schon eine unglaubliche Menge, was man heute beherrschen muss in der Softwareentwicklung. Das ist zum Beispiel, wie automatisiert man die Tests, sei es Unit-Test, Integration-Test, End-to-End, Web-Test auf Mobil. Wie bilden, wie paketieren, auch deployen unsere Applikation? Wie konfigurieren wir Alerting, Monitoring, Autoscaling, Logging und Tracing? Wie betreiben wir und warten wir die Infrastruktur? Wie bauen wir fehlertolerante und auch resiliente Systeme? Und letztendlich Sicherheit ist auch Job Nummer 1. Und hier geht es auch darum, dass wir nicht nur die Applikation absichern, sondern auch Hardware, auch Netzwerk. Also, die sind heutzutage erstmal in der verteilten Welt und es sind alle Themen, die wir hier auch, sage ich mal, behandeln müssen, um überhaupt, sage ich mal, erfolgreich Software ausliefern zu können. Der dritte im Bunde ist Germain und hier geht es eigentlich um Businessprozesse, um Fachwissen, um je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, auch Workflows und so weiter. Also im Prinzip, was brauchen wir von diesem Fachwissen, um Software auszuliefern. Und im Prinzip geht es hier darum, beim Intrinsischen, dass wir einfach das beherrschen. Ja? Das können wir auch keinen auslagern, das ist das, was wir täglicherweise sozusagen auf die Straße bringen müssen. Bei Extraneous geht es tatsächlich darum, dass wir diese unglaubliche Menge, die wir selbst beherrschen müssen, auch minimieren. Sei es durch die Hilfe von Cloud-Provider, auch Serverless, das werden wir auch betrachten. So ähnlich verhält sich das auch bei Germain. Man kann nicht in allen möglichen Bereichen Experten sein. Also wir schreiben Software und in vielen Bereichen kommt so ein E-Commerce-System vor. Man muss ja kein Experte dort werden, auch selbst das nicht schreiben, sondern es gibt Software-as-a-Service-Lösungen. Sondern hier geht es darum, dass wir uns auf Kern unserer Software fokussieren, da Experten werden und alles andere auch eigentlich einkaufen. Jetzt führen wir den Begriff Produktivität ein und wir sind produktiv, wenn wir Produkte ausliefern. Ja, vermutlich Product kommt auch vom Wort Productivity. Aber was hindert uns denn daran, überhaupt produktiv zu werden? Hier verweise ich auf den Report von 2018, wo es eigentlich um die Kosten der schlechten Software geht. Und das hat sehr, sehr viele Faktoren. Wir werden schon auf drei größten Blöcke hier eingehen. Und das erste ist zum Beispiel technische Schuld. Wenn man Definitionen der Wikipedia sucht, dann findet man so etwas wie: Wir gehen ein gewisses Kompromiss ein, wir wissen, dass die Lösung von heute suboptimal ist und wir diese dann in Zukunft auch anpassen müssen. Das hat mich so etwas stutzig gemacht, denn meiner Meinung nach kann heutzutage ausgewählte perfekte Lösung zur technischen Schuld werden. Und im Prinzip geht es darum, dass Versionen der Programmiersprache nicht mehr unterstützt werden. Sei es, wir sind 2014, haben Java 8 ausgewählt, ist gerade rausgekommen und jetzt wird das von Oracle nicht mehr unterstützt. Es gibt dafür andere, Adobe JDK und so weiter, aber auch JavaScript-Entwickler kennen das.
dass in die neuen Versionen auch nicht rückwärtskompatible Änderungen bringen und irgendwann mal die alten nicht mehr unterstützt werden. Es geht ja darum, dass wir auch mal auf die moderne Version umziehen, und es kann sogar die ganze Architektur zur technischen Schuld werden, wenn es eine riesige monolithische Applikation ist und wir können alles oder nichts gleichzeitig updaten. Und das heißt, alleine der Update dauert, weil das auch mit Rewrite zu tun hat und so weiter und so fort. Auch gewisse Sicherheitsanforderungen kommen, denen wir auch gerecht werden müssen. Zum Beispiel TLS 1.0 und 1.1 werden nicht mehr unterstützt oder auch gar nicht mehr empfohlen. Viele Load Balancer unterstützen das gar nicht mehr. Zum Beispiel Elastic Load Balancer ab März 2021 in AWS. Und würden wir jetzt auf Java 7 immer noch stecken, ja, wird 1.2 gar nicht mehr gehen. Und das führt auch mal dazu, dass wir nicht nur Programmiersprachen updaten, sondern auch wegen Sicherheit auch Web-Application, Server wie Tomcat und so weiter, die wiederum Anforderungen haben auf gewisse Versionen der Programmiersprachen. Also der ganze Rattenschwanz, was dahinter stehen kann. Oder auch wir setzen auf ganz neue Abhängigkeiten, Open Source Tools und so weiter, und die werden dann plötzlich nicht mehr weiterentwickelt. Und das heißt, wir müssen plötzlich Teile umschreiben, wenn wir mehr wollen. Wir hatten selbst bei Epilepsy die Situation, dass wir einen, sage ich mal, längeren Sicherheitsschlüssel für unseren Payment-Anbieter verwenden mussten. Es waren deren Angaben, und die Open-Source-Lösung, auf die wir gesetzt haben, konnte damit nicht umgehen und wurde gar nicht mehr unterstützt. Das heißt, wir mussten praktisch die Implementierung austauschen. Deswegen ist für mich technische Schuld ist alles, was mit der Software für das gesamte Lebenszyklus unseres Produktes passieren kann. Und die Produkte warten wir jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang. Deswegen ist es automatisch so, dass ideale Lösungen heute zur technischen Schuld von morgen werden. Und technische Schuld hat sicherlich auch mit Anzahl an Code, was wir selbst schreiben, zu tun. Denn eigentlich, je weniger Code wir warten, desto geringer dürften eigentlich technische Schulden sein. Und das hat auch mit auch Abhängigkeiten zu tun, auf die wir selbst setzen. Sei es Open Source Projekten, Programmiersprachen, deren Versionen, auch Datenbanken, mit deren Treiber, auch Applikationsserver oder auch Web-Applikationsserver. Alles gehört dazu. Und je mehr wir selbst warten, upgraden müssen, desto mehr Arbeit haben wir über das gesamte Lebenszyklus unseres Produktes. Wenn wir auf diesen Report schauen, dann sehen wir auch den Punkt Legacy-Systeme. Und für mich sind Legacy-Systeme diejenigen, die einfach nicht mehr evolvieren, ja, also nicht mehr gewartet auch weiterentwickelt werden können. Ja, die zahlen auch zu 21% von schlechter Softwarequalität. Und hier haben wir den Begriff quasi auf Englisch Evolve, und hier führen wir einen Begriff evolutionäre Architekturen. Da empfehle ich auch ein weiteres Buch, eben Building Evolutionary Architectures. Und hier geht es darum, dass um genau das zu unterstützen, dass die Architekturen, die weiterentwickelt werden können, schnell anpassbar sind, gibt es drei Kriterien. Die müssen inkrementelle Änderungen unterstützen, auch entsprechende architektonische Kopplung, und auch Fitnessfunktionen müssen dafür sorgen, dass, wenn wir Änderungen vornehmen, dass wir Feedback vom System schnell bekommen, dass das eben alles funktioniert. Und zu Fitnessfunktionen gehören und Tools, die zum Beispiel Metriken prüfen wie Komplexität und so weiter, Unit-Tests, Performance-Tests, auch Sicherheitsanforderungen, sei es in AWS, dass alle Buckets, S3 Buckets, ja, encrypted sind und dass wir auch Schlüssel rotieren. Und dazu gehört eine Menge von Tools, Arc Unit, Sonar, CI/CD-Tools, sei es Jenkins oder AWS-Familie mit Code Commit, Code Build, Code Pipeline und Code Deploy. Also es sind die Tools, die wir dafür nutzen, um eben, sage ich mal, schnell iterieren zu können und ständig ein Feedback vom System zu bekommen, dass wir nichts gebrochen haben und auch, dass wir auch Continuous Delivery komplett unterstützen. Jetzt kommen wir tatsächlich zum Serverless, und die Frage ist ja, wie kann uns Serverless helfen, eben produktiv zu sein und auch diese evolutionären Architekturen unterstützt. Und hier wollen wir erstmal auf Total Cost of Ownership sozusagen von Serverless eingehen. Und das beginnt damit, dass wir keine Infrastruktur mehr betreiben und auch warten müssen. Und hier muss jedes Unternehmen sich fragen, ist die Wartung der Infrastruktur überhaupt eigene Kernkompetenz? Wäre man selbst Amazon oder Data Center Provider, dann ist es
ja, aber ansonsten wird man in der Regel das mit Nein beantworten müssen. Autoscaling und fehlertolerante Systeme, zum Beispiel Kapazitätsplanung. Ich glaube, viele wissen, wie schwierig das ist, und auch mit dynamischen Peaks, mit Aktionsenden, auch Weihnachtsgeschäft, auch Newsletterversand richtig zu reagieren, überhaupt das zu planen. Und fehlertolerante Systeme zu schaffen, ist generell eine sehr herausfordernde Aufgabe. Wenn wir hier auf den dritten großen Block schauen, wie viel, sage ich mal, schlechte Softwarequalität zu beiträgt, dann sehen wir nahezu 37%. Und obwohl natürlich, wenn man Bugs produziert, das ist auch Teil davon, Kapazitätsplanung und diese ganzen Ausfälle, die gehören auch dazu. Der dritte Punkt wäre, wir können mehr mit weniger machen. Und was ich hier meine, wir können auch schnell iterieren, wir können auch schnell unsere Ideen ausprobieren mit Serverless, oder wir können einfach mit der gleichen Anzahl an Entwicklern oder auch an Kollegen, sage ich mal, auch einfach mehr produzieren, weil wir sehr auf die Managed Services hier verlassen, die uns Arbeit abnehmen und uns Fokus auf das Wesentliche ermöglichen. Dazu gehört auch, dass wir auch geringere technische Schuld haben. Und ich mag dieses Zitat von Paul Johnston, der sehr aktiv und auch berühmt ist in der Serverless-Szene. Egal welchen Code wir heute schreiben, der wird zur technischen Schuld auch morgen sein. Ja? Und je weniger Code und Serverless ermöglicht das, desto weniger ist technische Schuld. Und die Sache, die wir uns immer fragen müssen, wie lange dauert es, bis wir Software, sage ich mal, schreiben, wenn wir es auf die Straße bringen, und wie lange investieren wir und wie viel investieren wir in die Wartung dieser Lösung. Und meine Erfahrung ist, dass es 75% investieren wir in Wartung und auch vielleicht Weiterentwicklung über das gesamte Lebenszyklus. Und deswegen Ziel muss es sein, eben mit evolutionären Architekturen auch diese Wartung auch mal zu minimieren und auch diese Menge an Sachen, die wir warten, zu reduzieren. Natürlich, das ermöglicht uns eben Fokus auf Businesswert und Innovation. Und ich glaube, jede Firma will genau das. Alle schreien nach Innovation. Und das ermöglicht schon automatisch schneller Time to Market. Und heutzutage ist es wirklich der Faktor im Business. Wobei wir uns auch mal fragen müssen, worauf richten wir unser Fokus? Was schreiben wir selbst? Was können wir Software as a Service einkaufen? Und so weiter. Jetzt kommen wir zu den Sachen, wie wir es bei IP Labs bei uns in der Firma machen. Wir haben so circa 30 Entwickler, 6 Teams, machen auch mobile, aktuell nicht ausschließlich mit Amazon-Mitteln. Wir sind jetzt Anfang 2018 mit ersten internen Tooling gestartet, die wir mit Serverless umgesetzt haben, und jetzt ist das zweite Team, was praktisch all-in mit Serverless geht. Und wenn wir über Serverless sprechen, verstehen wir das als ein Konstrukt, und das, was wir wollen, ist praktisch rechts unten, soweit es geht, die Services einzusetzen, sei es Lambda, S3, DynamoDB, Athena, SNS, SQS und so weiter, die sozusagen komplett serverless sind. Und dazu haben wir, sage ich mal, so eine Art Entscheidungsmatrix. Und Jared Schott hat in dem Tweet, den ich hier unten erwähne, uns eine gewisse Orientierung gegeben. Und hier geht es darum, dass es sozusagen die Optionen von oben nach unten abgearbeitet werden. Und man will die Option oben, soweit es geht, dann oben und sozusagen einwenden, und bei uns geht es darum, wenn AWS einen Service bietet mit akzeptablen Pricing und guten Feature-Set und vor allem komplett managed, also serverless, auch nativ, dann würden wir den genau präferieren. Wenn gewisse Dinge gibt, wo wir sagen, okay, ja, das Serverless-Service ermöglicht uns irgendwas nicht durch die Constraints, dann versuchen wir es so weit es geht, so serverless wie es geht, sei es Fargate, sei es Aurora Serverless, wo wir gewisse Dinge noch selbst noch betreiben müssen, eine Kapazitätsplanung, aber trotzdem schauen wir da auf Total Cost of Ownership. Ja, das kann sein, dass ja, zum Beispiel Serverless sogar teurer wird, aber trotzdem die Wartung der Infrastruktur, das kostet ja auch. Deswegen muss man immer abgleichen. Und manchmal ist es so, dass für uns als Firma, wir haben immer noch Rechenzentren, wo die Dinge nachhinein migrieren. Wir haben auch gewisse Dinge auch per Lift and Shift migriert und somit haben wir noch EC2-Instanzen. Es ist für uns wichtig, ein professionelles Incident Management aufzubauen, der über alle Lösungen hinweg geht. Deswegen war für uns CloudWatch Alarms
nicht so geeignet, das fantastische Tool, und wir haben uns auf PagerDuty entschieden. Das ist die zweite Option, wenn außerhalb von AWS, dann auch gucken, dass es soweit es geht auch managed für uns ist. Trotzdem gab es Situationen, wo wir gesagt haben, wenn wir EC2-Instanzen verwenden, CloudWatch ermöglicht nur Metriken im Minutentakt zu sammeln. Geringer geht es nicht und wir bräuchten das im 10-Sekunden-Takt. Deswegen mussten wir auf anderen Tools setzen und wir hatten schon sehr, sehr viel Erfahrung, was Betrieb von Prometheus angeht. Wir hätten natürlich auch Prometheus, auch Managed Prometheus irgendwo gehen können, aber die Erfahrung soweit da war, haben wir gesagt, okay, das ist ein Ausnahmefall, wir können das auch selbst managen. Das ist aber erst die dritte Option. Bei Serverless, alleine Serverless-Services ist CloudWatch ideal und man kann es auch gar nicht umgehen. Der dritte Punkt ist, wo wir über die Anforderungen nachdenken. Das Ziel ist es zu fragen, okay, wollen wir ein Tool benutzen? Wir hatten selbst Use Case mit Camunda BPMN, um Workflow Engine zu betreiben. Auch sehr, sehr gute, ausgereifte Lösung. Trotzdem haben wir uns gefragt, okay, damals hatte Step Functions gewisse Dinge nicht unterstützt, die wir benötigt haben. Jedoch konnten wir so ein bisschen umdenken, auf gewisse Dinge verzichten, um eben das mit Step Functions umzusetzen, weil wir der Meinung sind, das wird nach vorne raus was mehr ermöglichen, weil Step Functions einfach in Serverless Ecosystem besser integriert ist und mittlerweile haben sie sogar die Features nachimplementiert. Deswegen, wir sehen diese Tendenzen, dass sehr, sehr viele Features nachgeliefert werden. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir leben mit Einschränkungen, das gibt uns in Zukunft einfach mehr. Deswegen dieses Umdenken, muss ich außerhalb irgendwas nehmen oder kann ich auf AWS Serverless Managed Service doch setzen mit gewissen Einschränkungen. Und der letzte Punkt, wenn wir schon was schreiben müssen, das betrifft quasi unser Kerndomain, ja, wie wir Editoren schreiben, mit denen man Fotobücher, Kalender erstellt, das können wir nicht auslagern. Wenn wir schreiben, dann müssen wir das auch selbst betreiben. Soweit sozusagen zu der Logik, wie wir agieren. Jetzt, wie wird man Erfolg messen? Hier gibt es nichts Serverless-Spezifisches, jedoch verweise ich auch auf das nächste Buch Accelerate oder auch von gleichen Autoren kommen DevOps Reports und die publizieren auch Metriken, die, sage ich mal, high-performante Firmen auszeichnen. Genau das haben wir uns als Grundlage genommen. Hier geht es um praktisch diese vier Metriken, die zwei grünen, Deployment Frequency und Lead Time for Changes, die zahlen auf die Geschwindigkeit ein. Und die blauen Time to Restore Service und Change Failure Rate eben auf die Qualität. Und die Kernaussage ist, heutzutage geht es nur darum, Qualität und die Geschwindigkeit zu kombinieren. Ihr seht hier riesen Unterschiede und setzt euch einfach das Ziel. Ich glaube, High ist erstmal auch lohnenswertes Ziel, um eben dahin zu kommen. Aber wie kommt man dahin? Es geht um Best Praktiken, was auch, sage ich mal, Auslieferung von Software und auch Betrieb angeht. Und genau aus diesem Report kommen eben diese Best Praktiken, die dazu helfen, behelfen sollen eben, dass wir besser werden in diesen vier Metriken. Nicht Cloud, selbstverständlich muss ich nicht dazu sagen, Code Wartung, je weniger wir warten, desto schneller können wir auch gehen. Es geht hier um diese evolutionären Architekturen. Loosely coupled Architectures, Serverless, sage ich mal, in der Regel werden wir sicherlich Event-Driven Systeme schreiben, sodass das auch das ermöglicht, auch, sage ich mal, Autonomie des Teams auch klein und abhängig auszuliefern, Best Praktiken wie Canary Deployment, Blue Green und so weiter, damit man auch die Fehlerrate minimiert, weil man dann auch zurückrollen kann, sogar automatisch. Solche Dinge ja, gehören zu den Best Praktiken. Disaster Recovery Testing, hier geht es um Chaos Engineering, Game Days und so weiter. Es gibt auch Praktiken wie Trunk-Based Development, dass man praktisch einen Main-Trunk entwickelt und wenn dann nur sehr geringlebige Feature-Branches nutzt, damit man dann nicht die Zeit investiert in Merges und so weiter, sondern Trunk-Based Development mit Test-Driven Development kombinieren sich auch sehr, sehr gut. Deswegen wählt für euch die Praktiken und lebt diese Praktiken. Ja, verbessert eben genau diese Dinge. Die werden dann sich auf Qualität und Geschwindigkeit auszeichnen. Noch eine relevante Metrik ist eben, wie viel Zeit bei der Entwicklung wohin investiert wird. Und da oben seht ihr New Work, das ist Neuentwicklung, komplett Neuentwicklung. Und wir sehen auch die Firmen, die zur Elite und der High gehören, investieren nur 50% der Zeit in Neuentwicklung. Es gibt dieses ungeplanten Arbeit und auch Rearchitecting, auch Sicherheit und Bugfixing und so weiter. Und wir sehen, für mich ist zum Beispiel Refactoring ist Teil des Unplanned Work and Rework. Ja, und wenn die Architektur eben nicht so evolutionär ist, dann müssen wir sehr, sehr viel anpassen, um neue Features zu ermöglichen. Und genau wenn man das misst, dann sieht man, okay, dann, ja, vielleicht ist meine Architektur doch nicht so flexibel,
dass ich ständig am Reflektern bin. Deswegen auch sehr wichtige Metrik, 50% der Zeit, das soll so eine Orientierung schaffen, so in Richtung High zu kommen. Aber dazu gehört auch, wenn man Serverless sozusagen auf Serverless setzt, dass man auch gewisse Best-Praktiken auch leben muss und auch anders agieren muss als davor. Zum Beispiel Wordle Maps sagt, ja, wenn irgendwas den Weg von Product zu Commodity macht und zum Beispiel Lambda als Fass hat das gemacht, dann, um das zu adoptieren, muss so eine Art Koevolution der Praktiken geschehen. Und wir wollten mit euch teilen, was wir selbst darunter verstehen, wo soll man, was, worauf soll man dann hier setzen. Das erste ist so eine Art True DevOps oder DevSecOps. Unten ist so ein DevOps Topologies Verweis, kommt von den gleichen Autoren wie Team Topologies, wo sie Patterns und Anti-Patterns von DevOps Adoption aufführen. Und bei Serverless ist es nahezu, dass die gleichen Verantwortlichkeiten von Devs und Ops gelebt werden. Ja? Das heißt, beide machen eigentlich beide Jobs. Und das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung, aber trotzdem ist es das, woran ihr euch orientieren sollt. Auch FinDev-Verantwortlichkeiten, zum Beispiel Optimierungen, mit Serverless kann man messen, was die einzelnen Aufrufe kosten, was die einzelnen Features kosten. Und somit kann man auch Rechnung optimieren, auch in Teilen optimieren, und das können die Entwickler mit am besten, wenn sie eben mit dem richtigen Tagging und so weiter, mit Auswertung auch arbeiten. Aber das ist ein Riesenschritt, weil im Rechenzentrum haben die Entwickler eigentlich mit Rechnung nichts am Hut, und die ist auch oft dort auch recht statisch, und in der Cloud kommt eben diese Dynamik. Komplette Automatisierung der Infrastruktur, ich glaube, es ist selbstverständlich. Chaos Engineering und Game Days adoptieren, eben Fehlertoleranz prüfen, eben solche Sachen, Fault Injection und so weiter und so fort. Auch besteht die Möglichkeit, und man soll die nutzen, dass, wenn man auf Serverless setzt, dass jeder Entwickler oder auf jeden Fall auf der Teamebene auch Staging oder auch Testumgebung extra AWS-Account zur Verfügung stehen soll. Mit Serverless zahlen wir eben für das, was wir nutzen, plus Storage, aber Storage in der Test- und Staging-Umgebung ist sicherlich, die Kapazität ist nicht groß und somit auch die Kosten nicht. Und das ist schon ein Riesenschritt. Ja. Wir können mit vollständiger Automatisierung solche Sachen ermöglichen. Was wir natürlich auch sehen, was die Entwickler generell mögen, ist lokal zu testen. Das geht, aber es geht nur bedingt zu IAM-Permissions und die ganzen Einschränkungen, die Services mit sich bringen, das lässt sich lokal schlecht testen. Deswegen muss man eben in der Cloud selber testen. Und was wir auch sehen, dass auch Testing in Production eine Riesenrolle spielt. Ja. Man kann Staging, egal für was für ein System, unterscheidet sich immer sehr stark von Produktion, und man soll unter reellen Bedingungen testen. Und wir sehen auch die Integration in die Third-Party-Software-as-a-Services, vor allem EventBridge spielt eine Riesenrolle, direkte Integration in Zendesk, PagerDuty, auch Shopify sehen wir, und das wird immer mehr, dass das Ökosystem praktisch auch außerhalb von AWS auch mitgenommen wird. Ja, was ermöglicht uns Serverless? Ja, mit richtigen Engineering-Praktiken, das kann uns reduzieren, eben dieses Extraneous und Germain-Load, weil Serverless sehr viele Dinge davon tatsächlich abnimmt und auch Integrationen in andere Software-as-a-Service-Systeme bereitstellt, EventBridge. Auch Anzahl an geschriebenen Code wird reduziert, eben weil wir auf Managed Services setzen, und auch Anzahl an Abhängigkeiten, denn zum Beispiel mit Lambda auch das ganze Programmiersprache Runtime und auch Application Server, Web Application Server wird praktisch für uns gemanagt. Und somit enabled uns eigentlich Serverless iterative Development Mindset und auch experimentelle Kultur. Man kann klein starten, Schritt für Schritt nachbessern, und auch wenn man sieht, man stößt an die Limit eines Services, kann man schauen, gibt es eine andere Alternative mit anderen Constraints und ziemlich schnell anpassen. Ja, Fokus auf Business-Wert und Innovation, auch schnellen Time-to-Market und eben diese evolutionäre Architektur. Die Autoren dieses Buches haben auch einen Artikel unten veröffentlicht, wo sie unterschiedliche Kopplungen und architektonische Stile analysieren, wie sie eben diese evolutionäre Architekturen ermöglichen, sei es PubSub, Microservice, Serverless, und sie behaupten,
die Aussage ist, Serverless-Systeme unterstützen ziemlich gut eben diese evolutionären Architekturen. Aber sie leiden auch oft unter, beziehungsweise ziemlich oft auch unter Anti-Pattern-Last-10%-Trap. Und hier geht es darum, dass die 90% der Lösung ziemlich einfach geliefert werden kann, aber die 10%, die können fast unmöglich werden. Generell dazu, wenn die 10% nicht geht, dann kann man auch gewisse, sage ich mal, eine gewisse Funktionalität mit anderen Mitteln bereitstellen, sei es Container, sei es auch normale EC2-Instanzen, das ist mit Serverless möglich. Aber generell kann ich beipflichten, dass noch vor ein, zwei Jahren gewisse Use Cases nicht möglich gewesen sind, aber in AWS, also AWS hat schon sehr stark nachgelegt. In der kompletten Präsentation könnt ihr viele Beispiele jetzt sehen, hier gehe ich nur über die wichtigsten dieser Verbesserungen, die eingetreten sind. Und hier geht es darum, welche elektronischen Stilen oder auch Workloads unterstützt wurden. Wir sehen hier Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data. Das war so nicht der typische Use Case für Serverless. Aber mit solchen Features wie Lambda Layers oder Lambda Runtime können wir Docker Images bringen und dort eben diese Machine Learning Tools installieren und somit auch diese Sachen nutzen. Auch dass wir jetzt mehreren Lambdas die gleiche Elastic-File-System sozusagen als Storage nutzen können, ermöglicht einfach, dass wir Tools, Machine Learning Tools, einfach die ganz normalen Filer installieren, was auf S3-Bucket einfach nicht geht. Und das ist sicherlich, ermöglicht einfach viele Sachen. Zusätzlich haben wir die Situation, dass gewisse Programmiersprachen wie Java unter, sage ich mal, einen riesigen Cold Start leiden, und manchmal haben wir eben Newsletter versandt um 9 Uhr und dann kommen sehr, sehr viele Requests gleichzeitig und wir wollen da auch keine Latenzen haben. Klar gibt es im Java-Umfeld jetzt auch Lösungen wie Ahead-of-Time-Compiler, GraalVM und Frameworks wie Micronaut, Quarkus und so weiter, aber trotzdem wollen wir es noch weiter reduzieren, können wir die gewisse Provision Concurrency verwenden und sozusagen die Lambdas vorprovisionieren, damit dann eben die warm sind und dann Cold Start nicht mehr geschieht. API Gateway ist schon ein recht teurer Server, wenn diese API getrieben sind, und HTTP APIs jetzt erstmal noch in Beta, sie sind auch günstiger, auch performanter, aber es fehlen im Moment noch Features, aber es kommt immer nach, aber das ist auch eine ernsthafte Alternative. DynamoDB On-Demand Modus befreit uns von diesen Read-Write Capacity Berechnung und im Prinzip auch Scaling-Regeln einstellen, sondern ja, jetzt übergeben wir komplett Kapazitätsplanung an DynamoDB. Latenzen bei Lambda, wenn wir VPC verwenden mussten, und das müssen wir manchmal, wenn wir relationale Datenbank RDS nutzen oder Elasticache und so weiter, sind durch die Verbesserungen von dazu 10 Sekunden auf unter 1 Sekunde runtergegangen und so weiter und so fort. Sogar CloudWatch hat viele Verbesserungen erfahren. Wir können jetzt über mehrere Loggroups gleichzeitig suchen. Mit CloudWatch Insights haben wir eine SQL-artige Programmiersprache, damit wir eben auf CloudWatch Log zugreifen können. Und auch Embedded Metric Format ermöglicht uns asynchron Logs an CloudWatch auszuliefern. Jedoch gibt es noch weitere Sachen, die verbessert werden müssen, unserer Meinung nach die größten Pain Points. Elastic File System ist toll, aber was ich an S3 so schätze, dass da eben dieses Events auch abgearbeitet werden. Ich habe die Datei abgelegt und ich kann onCreate praktisch Lambda aufrufen. Das ist nicht möglich mit Elastic File System. Wäre toll, wenn das ermöglicht wird, und S3 unterstützt auch mit AWS Config und anderen Diensten auch automatische Integration und Compliance. Und das geht nicht mit Elastic File System. Auch CloudWatch, weitere CloudWatch-Verbesserungen sind notwendig, vor allem im Bereich Observability oder auch Alarms. Die Lösungen sind, sage ich mal, für Basisnutzung okay, aber trotzdem ein kommerzielles Software-Service-Anbieter wie Lumiga, Epsilon, Thundra, PagerDuty für Incident Management, sie sind meilenweit voraus und haben aber auch einen stolzen Preis. Und man will manchmal einfach in der Ökosystem von Serverless bleiben und auf CloudWatch setzen. Trotzdem muss das, was Observability und auch Alarms angeht, nachgebessert werden. Dazu gehört auch CodeCommit. Das ist einer der schwächsten Services von diesen Code-Suite.
GitHub und Bitbucket sind einfach auch meilenweit voraus. Aber CodeCommit hat tolle Integrationen mit Lambdas, Pre-Commit, Post-Commit, Hook, also sind schöne Sachen, trotzdem muss es nachgebessert werden, damit sage ich mal, verbreitete Nutzung ermöglicht wird. Und zu guter Letzt, mit X-Ray gibt es im Bereich Observability einfach noch Gaps, zum Beispiel asynchrone Services, die Event Bridge werden nach wie vor nicht unterstützt und die unterstützen andere Services, wie SQS, SNS, kam etwas später dazu. Deswegen, es sind genau diese Dinge, wenn sie implementiert werden, dann ermöglichen sie eben dieses 10% Trap noch weiter zu reduzieren. Somit wäre ich mit meinem Teil fertig und übergebe jetzt an Christian, der euch näher erzählt, wie wir die Sachen eben bei Epilabs leben. Vielen Dank. So, hallo zusammen. Und vielen Dank an Vadim, der den ersten Teil des Vortrages gemacht hat. Ich möchte mich nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Bannes. Ich bin Softwareentwickler bei Epilabs und arbeite in einem Scrum-Team. Und ich möchte in diesem Teil des Vortrages noch einmal mehr auf die Praxis eingehen und beschreiben, wie wir Serverless bei Epilabs einsetzen und was sich bei uns mit der Einführung von Serverless geändert hat. Ich switche einmal kurz auf die Folien. So, um euch den Kontext einmal etwas verständlicher zu machen, erkläre ich nochmal kurz die Situation, die wir bei Epilabs haben. Wir haben nach wie vor eine große Java-Anwendung und diese Java-Anwendung, die ist zum Teil migriert nach AWS, zum Teil läuft sie aber noch on-premise. Neue Implementierung ist einmal mal Cloud-Native. Das heißt, wir sind noch nicht komplett serverless, aber wir haben Teams, die arbeiten bereits serverless und das Team, in dem ich arbeite, sind wir bereits seit über 2 Jahren nahezu komplett serverless. Und ich möchte euch mal den Eindruck geben, was sich bei uns verändert hat seit der Einführung von serverless. Ja, Vadim hat schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich Team Topologies und Team Topologies, also wie arbeiten Teams eigentlich zusammen, ist ein wirklich wichtiger Aspekt bezüglich der Produktivität. Und ein großes Thema dabei ist, wie kann man ein Handover zwischen Teams reduzieren? Und hier ist die Situation, die wir vor Serverless hatten. Wir hatten ein zentrales Administrationsteam. Und wenn wir aus unserem Team, aus dem Entwicklerteam heraus Änderungen benötigt haben an der Infrastruktur, war es normalerweise notwendig, ein Ticket zu erstellen. Dieses Ticket ging an das Admin-Team. Aber das Admin-Team hat natürlich auch andere Teams, die es zu verantworten hatte. Das heißt, dieses Ticket musste erstmal priorisiert werden. Und wenn ein anderes Ticket höher priorisiert wurde, musste unser Team warten. Und diese Wartezeiten führen natürlich immer zu einer Reduktion der Produktivität. Das heißt, dass Wartezeiten grundsätzlich versucht werden sollten zu vermeiden. Und mit der Einführung von Serverless entfallen viele Low-Level-Administrationsaufgaben. Dazu gehören Konfiguration auf Netzwerkebene, Konfiguration von Servern, Konfiguration von Betriebssystemen, Patching und so weiter. Und dadurch, dass ein Großteil dieser administrativen Arbeit einfach entfällt, ist sehr viel weniger Interaktion zwischen unserem Team und dem Admin-Team notwendig. Aber es ist eben auch klar, dass der Bereich Betrieb nicht komplett entfällt. Auch mit Serverless ist natürlich immer noch Betrieb und Operation notwendig. Das heißt, die Infrastruktur muss provisioniert werden. Man braucht natürlich immer noch ein Monitoring. Man braucht Alarms und so weiter. Und diese Verantwortung verschiebt sich immer mehr in Richtung Entwickler. Das heißt, Developer und Operations, das wächst immer mehr zusammen. Ja, und tatsächlich ist es so bei uns im Team, dass wir mehr Betrieb, also mehr Operations machen als vor Serverless. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass wir schneller sind in der Entwicklung und das liegt einfach daran, dass die Handovers zwischen den Teams so massiv reduziert werden und das Team sehr viel stärker autark arbeiten kann. Ja, Vadim hat es auch schon angesprochen. Mit Serverless ist es häufig
sodass weniger Code insgesamt benötigt wird. Und wenn man sich Serverless vorstellt, dann denkt man häufig an Lambda, also Function as a Service. Aber tatsächlich ist es bei uns, dass die Kosten für Lambda nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was die gesamte Serverless-Infrastruktur kostet. Und das liegt einfach daran, dass wir auch sehr viele Managed Services verwenden. Und das ist typisch für eine Serverless-Anwendung. Es ist eine Kombination aus Managed Services und Lambdas. Und diese Managed Services können vor allem oder sollten vor allem in Generic Subdomains verwendet werden. Und ich möchte hier mal ein Beispiel geben. Authentication mit Cognito. Und das schauen wir uns mal anhand eines praktischen Beispiels an. Also hier ist das Setup. Wir haben eine statische HTML-Seite deployed auf S3. Wir machen einen API-Call auf ein API-Gateway, das weiterleitet zu einem Lambda. Also simpel. Wir wollen allerdings dieses API-Gateway absichern, sodass nur eingeloggte User, also autorisierte User, hier darauf zugreifen können. Und diese Absicherung möchten wir mit Cognito erledigen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich switche hier mal auf die AWS-Konsole. Also dieses Setup lässt sich eigentlich relativ schnell from scratch aufbauen. Ich habe dennoch einiges hier schon vorbereitet. Also ich habe hier ein Lambda angelegt. Dieses Lambda macht eigentlich nichts anderes als ein String zurückgeben. Hello from Lambda. Und ich habe auch bereits ein API-Gateway angelegt und dieses API-Gateway matcht bereits hier diese GET-Methode auf das entsprechende Lambda, das ich konfiguriert habe. Ja, das heißt, wenn man jetzt dieses API-Gateway aufruft, wird weitergeleitet zu dem entsprechenden Lambda und das Lambda gibt dann diesen String Hello from Lambda zurück. Ich zeige auch mal kurz die HTML-Seite, die ich auf S3 gelegt habe. Also, es ist eine ganz simple HTML-Seite. Die macht eigentlich nichts anderes als einen HTTP-Call zu meinem API-Gateway. Und das rufe ich jetzt mal auf. Das hier ist also die HTML-Seite. Und wenn ich einen API-Call mache zu meinem API-Gateway, leitet das weiter zum Lambda. Und das ist der Rückgabewert Hello from Lambda. So, und jetzt möchte ich dieses API-Gateway absichern. Das heißt, nur authentifizierte User sollen Zugriff haben auf dieses API-Gateway. So, ich gehe zurück in die Konsole zu meinem API-Gateway. Und in einem API-Gateway kann man sogenannte Authorizers konfigurieren. Ich habe bereits einen Authorizer angelegt, und zwar einen Cognito-Authorizer. Und dieser Cognito-Authorizer ist verknüpft mit einem Cognito-User-Pool. Dazu sind zwei Parameter nötig, nämlich einmal die URL zu meinem Cognito-Pool und eine sogenannte Client-ID. Also diese zwei Parameter sind möglich, und dann ist dieser Authorizer verknüpft mit meinem Cognito-Pool. So, und den kann ich jetzt attachen zu meiner Funktion. Und ihr seht jetzt hier an diesem grünen Token JWT, diese Methode ist jetzt abgesichert und erwartet ein JWT-Token, das von Cognito erzeugt worden sein muss und dann hier evaluiert wird. Und wenn wir jetzt auf unsere Seite zurückkehren und versuchen, den Call nochmal durchzuführen, kriegen wir ein Message unauthorized. Das heißt, das API-Gateway blockt hier diesen Request ab. Und um mich jetzt einzuloggen, habe ich jetzt diesen Login-Button. Und dieser Login-Button macht nichts anderes, als zu Cognito weiterzuleiten. Das heißt, hier ist keine Implementierung dahinter, sondern es leitet nur zu Cognito weiter. Das heißt, das hier wird von Cognito zur Verfügung gestellt und ich habe bereits einen User in den User-Pool angelegt. Und ich kann mich jetzt hier einloggen. So, ich werde wieder weitergeleitet auf meine Applikation und hier oben seht ihr das JWT-Token, das ich von Cognito erhalten habe. Und dieses Token kann jetzt weitergeleitet werden an das API-Gateway und ihr seht, dass jetzt dieser Aufruf wieder klappt. Das Ganze ist möglich ohne irgendeine Implementierung.
Und es ist im Prinzip möglich, das auch noch weiter zu konfigurieren und beispielsweise mit einem Social Login zu verknüpfen, also ein Facebook Login, Amazon Login, Google Login und so weiter. All das kann ich machen, ohne meine Applikation zu erweitern. Alles, was ich dafür machen muss, ist eine zusätzliche Konfiguration in Cognito und dann würde ich in meinem Login-Screen eben so ein Social Login bekommen, sodass sich die User jetzt mit dem Facebook-Account einloggen könnten. Ja, was wir gerade gesehen haben, war eine Integration des API-Gateways mit einem Lambda. Also wir haben direkt weitergeleitet zu einem Lambda. Interessant ist allerdings auch, dass das API-Gateway auch integriert werden kann mit Services, ohne überhaupt ein Lambda zu verwenden. Und das ist vor allem dann interessant, wenn man das Storage, das sogenannte Storage-First-Pattern verwenden möchte. Also die Daten sollen erst gespeichert werden und erst, wenn sie gespeichert werden, wird eine Business-Logik aktiv, die dann darauf agiert. Und das kann deshalb sinnvoll sein, weil die Resilience dadurch erhöht wird. Hier ein Beispiel, also das API-Gateway kann auch verknüpft werden mit einem Eventbus, ohne ein Lambda dazwischen und dieser Eventbus kann diese Nachricht, dieses Event dann weiterleiten an andere Services, AWS Batch zu einem Lambda-Function oder zu SNS. Es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise das API-Gateway zu verknüpfen mit Kinesis und die Daten können auch direkt nach S3 gespeichert werden, ohne dass ein Lambda dazwischen ist. Ja, interessant ist auch die Verknüpfung zum Beispiel mit Step Functions. Also man kann auch komplexe Orchestrierungsworkflows verknüpfen direkt mit dem API Gateway und dann beispielsweise mit DynamoDB integrieren. Und ich denke, das ist so eine große Stärke von AWS, die Integration dieser unterschiedlichen Services miteinander. Und für diese Integration ist in der Regel eben keine Business-Logik, also kein Lambda notwendig, das ich implementieren muss. Ja, die Managed Services sind vor allem in den Generic Subdomains sinnvoll, in der Core Domain. Die Core Domain muss ich natürlich nach wie vor implementieren, dafür sind meine Lambdas notwendig. Und die Frage ist, wie organisiere ich denn eigentlich meine Lambdas? Wie organisiere ich eigentlich den Code? Und etwas, was ich häufig gehört habe, ist die Aussage, naja, Lambdas sind nur kleine Funktionen, die kann ich schnell runterskripten und wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich eine falsche Architektur gewählt habe, dann kann ich das Lambda einfach wegschmeißen, kann es neu implementieren. Also ist ja eigentlich keine Notwendigkeit, da jetzt groß über Architektur nachzudenken. Und es ist natürlich offensichtlich, dass das falsch ist. Architektur ist immer ein Long-Term-Investment. Das heißt, Architektur spielt vielleicht keine Rolle innerhalb der ersten Monate, sondern in der Regel erst nach Jahren. Also nach Jahren ist es relevant, was für eine Architektur ich eigentlich gewählt habe. Das bedeutet natürlich auch für kleine Applikationen ist es in der Regel nicht so wichtig, an Architektur zu denken, aber es ist umso wichtiger für große Applikationen, also für Large-Scale-Projects. Und ich möchte euch einmal von einer sehr hohen Ebene demonstrieren, wie wir unseren Code, unseren Serverless-Code organisieren. Also wir haben in unserem Team eine Domäne. Es ist im Prinzip ein Content-Management-System für eine E-Commerce-Plattform für Foto-Business-Systeme. Und diese große Domäne teilen wir weiter auf in Subdomains. Man kann sich das so vorstellen, dass jedes Subdomain, hier im Beispiel Product Portfolio oder Identity and Access, eigenständige Applikationen sind. Wir machen kein Code-Sharing zwischen diesen Applikationen, das heißt, sie sind wirklich eigenständig. Wir mappen diese Subdomains allerdings nicht direkt auf Services, sondern untergliedern diese Subdomains weiter in sogenannte Bounded Contexts. Und für jeden Bounded-Kontext erstellen wir ein Software-Modell, also Beispiel Product Inventory oder Shop Integration. Und wir zoomen jetzt einmal in so eine Subdomain rein, in diese Product Portfolio Subdomain. Wir haben jetzt reingezoomt. Hier haben wir die Product Portfolio Subdomain. Das ist unser Bounded-Kontext. Und ein Bounded-Kontext besteht bei uns aus mehreren Lambdas und jedes Lambda stellt sozusagen ein Use-Case dar, also sowas wie Add-Product, List-Product, Delete-Product.
Und innerhalb dieses Bounded-Context agieren diese Lambdas auf dem gleichen Software-Modell. Also ein Bounded-Context ist ein Software-Modell. Diese Lambdas sind die Skalierungseinheiten, aber nicht die Deployment-Einheiten. Also wir deployen nicht jedes Lambda separat, sondern wir deployen alle Lambdas innerhalb eines Bounded-Contexts zusammen. Wir verwenden das Serverless-Framework, das heißt, ein Bounded-Context entspricht immer einer Serverless-YAML-Datei. Wenn wir Kommunikation zwischen den Services haben, verwenden wir immer Events und diese Events verteilen wir über Event-Bridge. Und innerhalb einer Subdomain erlauben wir es auch, geteilte Infrastruktur zu haben, wie beispielsweise eine DynamoDB. Also üblicherweise haben wir pro Subdomain eine Datenbank und mehrere Services teilen sich diese Datenbank. Und das liegt einfach daran, dass diese Infrastruktur natürlich ein zusätzlicher Operational Overhead darstellt. Zwar einen geringen, aber es gibt einen Operational Overhead und den wollen wir minimieren. Deswegen teilen sich mehrere Services eine Datenbank. Aber es ist nach wie vor so, dass jeder Service nur auf den eigenen Daten operieren kann. Und wir stellen das sicher über Hashkeys mit Namespaces und Policies und Fine-Grained Access Control. Also es ist tatsächlich gar nicht möglich, dass dieser Service auf Daten zugreift, die eigentlich diesem Service gehören. Das wird richtig organisiert und durch Policies dann sichergestellt, dass das nicht möglich ist. Das funktioniert ganz gut bei uns. Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch möglich wäre oder okay ist, eine Datenbank, eine DynamoDB-Table pro Bounded Context oder pro Service zu organisieren. Also wir zoomen nochmal heraus. Also wir haben hier diese Subdomain, die wir uns gerade angeschaut haben, Product Portfolio. Also nochmal zur Erinnerung, jede Subdomain ist eine Applikation. Wir machen kein Code-Sharing zwischen diesen Subdomains und wir teilen auch keine Infrastruktur zwischen diesen Subdomains. Und eine Subdomain besteht aus mehreren Services und jeder Service, also jeder Bounded Context, kann separat und unabhängig deployed werden. Aber sie teilen sich eventuell gemeinsam eine Infrastruktur. Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt in der Organisation des Codes ist die Trennung von Business-Logik und Infrastrukturlogik. Und ich denke, das ist besonders wichtig für Serverless-Infrastrukturen, denn gerade die Serverless-Technologie entwickelt sich rasend schnell weiter. Und man kann davon ausgehen, dass sich diese Technologie auch in den nächsten Jahren sehr viel verändert, während ein großer Teil der Business-Logik natürlich konstant bleibt. Und es sollte möglich sein, diesen Code zu refactoren, ohne dass dieser Business Code refactored werden muss. Und deshalb ist es sinnvoll, das zu trennen. Wir machen das mit der sogenannten Ports and Adapters Architektur. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Man hat einen Application Core. Und dieser Application Core, der hat keine Beziehung zu irgendwelchem Infrastrukturcode, sondern dieser Infrastrukturcode wird über Adapters implementiert, also beispielsweise ein Adapter für S3, ein Adapter für DynamoDB, die sich dann an die Ports dieser Applikationen hängen. Im Code sieht das konkret so aus. Wir verwenden TypeScript für unsere Implementierung. Und ein Port ist im Prinzip nichts anderes als ein Interface in der Sprache der Domäne. Und die Adapters sind dann die Implementierungen. Und so ein Serverless Lambda-Händler sieht dann folgendermaßen aus. Also hier oben sehen wir den Lambda-Händler und das ist ganz typischer Code bei uns. Also diese Lambda-Händler, die sind normalerweise nur 1, 2, 3 Zeilen Code bei uns. Also hier in diesem Beispiel, das Event kommt rein, das wird transformiert durch einen Adapter. Hier ist die Implementierung dieses Adapters. Es wird transformiert zu einem Business-Domain-Event und dieses Domain-Event wird dann injected in die eigentliche Business-Methode. Und wenn diese Business-Methode weitere Abhängigkeiten hat zu Datenbanken oder Eventbus, kann das hier instanziert werden und wird dann auch injected, sodass diese Methode eben keine Abhängigkeit zur Infrastruktur hat und diese kann auch komplett Unit-getestet werden. Ja, ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Automatisierung. Also wenn man mit Serverless arbeitet, ist Automatisierung extrem wichtig. Infrastruktur as Code ist ein Muss. Also man wird nicht mehr
weit kommen, wenn man versucht, sich das irgendwie in der Konsole zusammenzuklicken oder manuell zu machen. Also man muss das wirklich automatisieren. Ansonsten wird man bei großen Applikationen sehr schnell an die Grenzen kommen. Wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen, haben eine kleine CLI für uns entwickelt für Scaffolding und so typische Tasks. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen neuen Service erstellen, machen wir das über die CLI. Hier ist so ein Beispielaufruf, wenn ich den Service Product Inventory erzeugen möchte. CLI, Create Service Product Inventory. Und das würde dann eben das Serverless YAML erzeugen, mit allen Voreinstellungen, würde die entsprechenden Ordner erstellen, und auch eine Deployment Pipeline schon mal provisionieren, sodass man dann wirklich anfangen kann mit der eigentlichen Business-Logik, ohne dass man sich jetzt Gedanken über die Infrastruktur machen muss. Ja, wir verwenden auch Continuous Delivery. Das heißt, wir verwenden Code-Pipeline für Deployments. Bei uns hat jede Pipeline, jeder Service eine eigene Pipeline. Es ist mittlerweile auch möglich, dass man Step-Functions zusammen mit Code-Pipeline verwendet, sodass sehr viel komplexere Deployments möglich sind mit Code-Pipeline. Das war vorher nicht möglich. Und bei uns ist auch jeder Commit auf dem Master ein Deployment. Also wird automatisch ein Deployment getriggert auf unsere Testinfrastruktur. Es wird getestet automatisch und wenn die Tests durchlaufen, also alles grün ist, dann wird das auch automatisch live deployed. Ja, das war das Ende des Vortrages. Also ich fasse nochmal zusammen. Mit Serverless ist es durchaus möglich, auch komplexe und große Projekte zu stemmen. Aber es ist wichtig, wie in jedem anderen Projekt, dann natürlich auch auf Infrastruktur zu achten. Und ganz besonders wichtig ist auch der Bereich Automatisierung. Also idealerweise sollte wirklich alles automatisiert werden und keine manuellen Schritte mehr notwendig sein. So, ja, ich bedanke mich für das Zuhören und bin gespannt auf eure Fragen. Vielen Dank.